Guten Abend, herzlich willkommen zu der nächtlichen Show. Okay, ich erzähle schnell, was alles auf dem Programm ist, stelle noch meine kleinen Würfel vor und dann fangen wir an, oder? Also, zuerst möchte ich mal sagen, hier, heute Morgen, kein Ende geöffnet, oder? Und was habe ich denn gefunden? Zwei kleine, wunderbare Gummiwürfel. Die sind wirklich geil. Die kann ich morgen benutzen. In der Schule, weil ich habe gar kein Gummi, habe ich verloren. Und ja, wunderbar. Dann, was haben wir auch noch zu sagen? Ich habe eine Webseite gefunden mit herrlicher Musik, die ich verwenden kann in meinen Videos. Und das ist gerade ein Lied davon. Ist herrlich. Und ja, die kann ich später alle noch vorstellen. Dann gehen wir noch schnell in FIFA. Schauen schnell das Team of the Week an. Ich zeige euch, was für Spieler ich gekauft habe davor, schnell. Und dann haben wir das für heute. Dann schauen wir morgen weitermachen. Ich nehme auch morgen wird mal ein bisschen Minecraft aufgenommen. Zu unterschiedlicher Musik. Kann man mal schauen, wie sich das denn so anfühlt. Zu lustiger Musik, zu epischer Musik spielen. So, ja, wunderbar. Und da würde ich sagen, dann sehen wir uns bei der holländischen Wörtli. Bis nachher. Ciao! Sali und herzlich willkommen auf der holländischen Seite. So, sie heißt learndutch.org und da gibt es 40 Lektionen, a 20 Wörtle, nein, a 25 Wörtle. Und ja, dann sollte man halt zuerst Wörtle lernen. Kann man mit einem Video anlösen. Und nachher machen wir hier den Test. Und wenn man den Test schafft, mit so allerhöchstens einem Fehler, vielleicht zwei, dann kommen wir zur nächsten Lektion und dann kann man bauen, holländisch Wörtli. Und ja, die Lektion, Präpositionen, wie man sieht, also mit, ohne, vor, hinter, zwischen, so. Und ja, fangen wir mal an mit dem Test, oder? Quiz starten, go! Und Achter. Achter, das heißt hinter, behind. Genau. Next. Vor. Gleich wie in Deutsch. Vor. Below. Before. Ja, before. Genau. Before het huis. Zum Beispiel. Vor dem Haus. Naar. Das heißt. Oh, naar. Was heißt das schon wieder? From. Na, ich glaube, es heißt to. Ich glaube, to, ja. What is true? Der Mann und die Frau sein sonder het Jungen und het Mädchen. Ohne Buben und ohne Mädchen. Nein, stimmt nicht. Der Mann und die Frau sein mit het Jungen und het Mädchen. Genau, das ist richtig. Sonder heißt ohne. Without. Genau. What is true? Okay. The boat is op het water. The boat is om het water. Das stimmt nicht. Das braucht man für Zeit. The boat is na het water. Nach dem Wasser. Naja. The boat is onder het water. Auch nicht. Das ist das Erste. Genau. Op het water. Auf dem Wasser. Good. Dann vor. In front of. Beneden heißt unter. Down. Up. Ja, genau. Und downstairs. Ja, genau. Nast heißt next to. Okay. Om, at. Braucht man für Zeit, so viel ich weiß. Ob, auch at. Ja, halt oben drauf, oder? Met heißt with. Braucht man auch für das Wort Frittje met. Also so Pommes mit heißt das übersetzt, oder? In ist in. Richtige Reihenfolge. Da ist vor dem Haus. Der Mann ist vor het Haus zuerst. Ist in het Haus, das ist das letzte. Der Mann lobt around het Haus. Ist zweite, genau. Und das erste het Haus, ja, bla bla. Gut. Under. Unter. Below. Perfekt. Since. Genau gleich wie in Englisch. Since. Seit. Wunderbar. Over. About. Think about. Denk. Denken, over,
Genau, binnen heißt innen. Innen dran, also inside, genau. Choose what is correct. Der Mann ist achter het Haus, hinterm Haus, nein, der Mann ist vor het Haus, vor dem Haus, genau. Das ist er nämlich. Tegen ist gleich wie gegen mit T. Tegen, gegen, gegen, against, ja, bla. Du weißt, was ich meine. Und mal schauen, was man. Ich schätze 90%. 100. Sorry, gell? Sorry, gell? Sorry. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, setzen wir doch mal gerade ein Hügel, oder? LearnDutch.org. Genau, wunderbar. Und dann sehen wir uns. Dot FIFA 15. Tschau! So, und wie ihr seht, sind wir jetzt hier beim dritten Teil, würde ich sagen. So, wie ihr seht, sind wir jetzt so im dritten Teil auf dem Account. 48.000 Coins haben wir auf dem Konto. Und es werden immer mehr. Ich habe mir schon eine Inform rausgesucht. Und zwar eine Inform von letzter Woche. Weil jetzt ist ja Mittwoch. Dann kommt das neue Team of the Week raus. Und dann sind die vom letzten Team of the Week am billigsten. Und ich habe mir nämlich den Herr Chupamoting rausgesucht. Genau. Den Herr habe ich mir rausgesucht. Und zwar die Inform natürlich. Und das werden das wunderbare Kärtchen. Er ist auch 1,90 groß, was ihn sehr interessant macht. Und wir sollten knapp unter 12.000 kriegen. Wenn ich ihn für 12.000 kriege, dann kann ich mir 4 von denen gönnen. Was natürlich wunderbar wäre. Dann behalten wir die mal 2-3 Wochen und schauen mal dann, was der wert sein wird. He? Okay, wunderbar. Dann fangen wir mal auf filtern. Mini, Mindestenspreis. 10.000 würde ich sagen. Und ja, genau. Genau. Super gemacht. Super. Super. Ah, okay, also, da haben wir schon ein bisschen zu viel. Machen wir doch gerade mal 12 rein. Und da machen wir jetzt auch noch mal ein paar Tausend rein. Genau, so viel. Wunderbar. Jawohl. Jawohl. Okay. Ja, das sieht nach einem akzeptablen Deal aus. 11,750. 11,500, 11,250. Das heisst, 11,750 ist eben ein guter Deal. He? Bieten wir doch noch auf den hier. Bieten wir noch auf den hier. Und dann bieten wir noch auf den hier. Dann sieht das gut aus. Wie sieht es aus für den Vertrag, meine Freunde? Bitte nicht in den Arsch gefickt. Oh, das sieht akzeptabel aus. Weißt du, wie überboten wurde? Du. Ja, weißt du, wie egal mir das ist? Ich nehme lieber den damit. Da sage ich nicht nein, dann machen wir doch lieber 12 auf den, oder? Ich meine, der hat noch den Vertrag. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich ein paar Chupomotings gefunden habe. Und ja, bis dann. Schönen Abend noch. Und dann war es das schon gesehen mit dem Video. Ist wunderbar gelaufen. Ah ja, genau, was ich noch erzählen kann. Wie man im ersten kleinen Video sieht, wo ich halt darüber schwätze, was ich jetzt mache mit dem Video, dort hört man meine Glocke im Hintergrund. Und ich habe das nicht gehört, aber gar nicht. Gar nicht. Es war meine Schwester, die rein hat wollen. Und erst, als ich es nachher selber die Aufnahme angehört habe, habe ich gehört, ah, die Glocke läutet. Das heisst, jemand ist dort aufgestanden, schnell geöffnet und ja, sie hat mich erwartet. Ah, ja, man hört einfach nichts mit diesen Kopfhörern. Aber nichts. Wirklich einfach nichts. Ich sag's euch. Posse. Keine Chance. Keine Chance. Ja, hast keine Chance. Aber ja, eben. Das wollte ich einfach noch schnell sagen. Und dann sehen wir uns, wenn ich ein Chupamoting bekommen habe. Und da haben wir ja schon mal den ersten. Für 9500 kann man den hübschen Buben abschließen. Machen wir natürlich nicht. Dann Send to Transfer List, machen wir doch mal. Was haben wir da? 59 Sekunden, 1 Minute und 4 Minuten. Okay, also, dann sehen wir uns, wenn ich alle Chupamotings habe. Schönen Abend noch. Ciao.
So, dann denken Sie mir wieder da. Wunderbar. 2 Minuten später. Ohne Scheiß. Dort ist ja einer überboten worden am Schluss. Easy. Auf 2 andere draufboten, sogar noch bessere. Einer ist da gerade angeboten für 20.000, wie man sieht. Ja, der wird nie wegkommen. Da wird noch etwas anders traded, mit anderen Karten. Ja. Und dann da haben wir die anderen 3 Schätzchen. Hier einen. Und der eine die ist ein besonders guter. Der hier. 31 Verträge, Jungs. Ey, für 12.000 kann man nicht sagen. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Dann hier nochmal ein Spasti für 11,57 gekauft. Und nochmal 11,57 würde ich sagen. Genau. Wunderbar. Dann können wir ja mal ausrechnen, für wie viel wir die kleinen Sachen verkaufen müssen. Also 11,57, ich nehme mal an, für 13.000, dann haben wir da 1.500 weg. Ja, jetzt wollen wir die, sagen wir, für 15.000 verkaufen. Mal 0,05. 57, 15.000 minus 750. Ja, eben. 4.250, dann machen wir 3.000 Gewinn pro Spieler. Das ist soweit. Also, wir warten jetzt, bis der Spieler offen geht auf 15.000. Warte auf mal 1-2 Wöchchen und dann wird er verschüttet, würde ich sagen. Hier nochmal ein Schopamoting, wunderbar! Und ein bisschen Musik! Nein, wirklich, voll geil, voll geil. Herrlich, dass ich dich gefunden habe. Stimmt, ich habe heute noch neue Musik gefunden für meine Videos. Also wirklich voll geil. Gefällt mir über die Seite. Da haben wir so viele verschiedene Musikrichtungen. Da kann ich wirklich machen, was ich will. Nein, ist voll gut. Und dann, hier habe ich gesehen, vorher, das ist gerade vor 2 Minuten passiert, habe ich hier gerade noch 5 Spieler gekauft. Irgendein Jockel von der Bundesliga und 4 von denen hat jemand gekauft. Die sagen natürlich nicht nein, die sagen ich. Okay, danke schön. Und ich sage, vielen Dank fürs Schauen. Genießt da oben. Mir hat es unglaublich Spass gemacht, das Video zu machen. Jetzt wird ein bisschen Englisch gelernt und dann morgen kein 2 Jahr geschrieben. 2,7 darf ich schreiben. Also morgen wird 3,5 geschrieben. Und dann ist alles im Butter. Wunderbar. Genau. Und ich habe gerade noch festgestellt, dass der Choupo-Moting Stürmer ist. Seine normale Goldkarte ist LM. Das habe ich erst jetzt gemerkt, aber ist ja gut. Und da haben wir noch so mexikanische Musik zum Abschied. Ah ja, und ich habe noch ein View bekommen von einem Mexikaner. Gut, Tacos, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, tue ich jetzt die Facecam auffressen und so hören wir das Video auf, oder? Also, yeah.